Interessanterweise gibt es jetzt allerdings zu den Wurforten, also nicht unbedingt den Ort der Jungenaufzucht. Die werden dann teilweise durchaus auch noch woanders hin transportiert. Aber zumindest mal den Ort des Wurfs, da wurde mehrfach wohl angegeben, und ich zitiere, trockene Baumhöhlen ist so das Ideale, Wurzelhöhlen auch gut, Baumstubben, Hohle, also innen drin, ob das so sicher ist, Felsspalten natürlich gut, und dann gibt es noch so ein paar Notlösungen wie Reisighaufen, tief beastete Fichten oder Gestrüpp, Holzstapel, also dazwischen drin, Dachs- und Fuchsbaue, Wildfütterungen, also quasi in der Futterkrippe, so Jesusartig, und wohl auch teilweise auf Hochsitzen. Das müssen dann aber schon relativ luxuriöse Hochsitze sein, vermute ich. Aus Gehegen weiß man eben, dass es durchaus eine Präferenz von Baumhöhlen gegenüber allen anderen Möglichkeiten gibt, insbesondere das Reisig, das nehmen sie nur, wenn wirklich gar nichts Besseres verfügbar ist. Eine Wurfgröße beträgt circa 3 Tiere durchschnittlich, kann aber auch 2 oder 4 sein, mehr sollte eigentlich selten vorkommen, und Einzelkinder sind auch ein ganz seltener Sonderfall. Leider ist die Jungensterblichkeit Stand 2000 ziemlich hoch gewesen, offensichtlich ist sie das heutzutage nicht mehr so sehr, weil sich der Wildkatzenbestand eben doch deutlich in der Ausbreitung befindet, aber bis eben 2000 hatten man sehr hohe Jungensterblichkeit. Ich will da jetzt gar keine Zahl angeben. Man vermutet, dass das eben mit dem Druck durch Feinde zu tun hat und halt eben der Tatsache, dass die Wildkatze sehr oft auf suboptimale Wurfhöhlen oder Wurfräume zurückgreifen musste und dann halt auch nicht in der Lage war, irgendwie einen besseren Platz zu finden, beispielsweise einen Hochsitz. Ja, das ist halt nun mal kacke, wenn der Jäger dann halt irgendwann kommt und dann sitzen die kleinen Kätzchen da oben. Durch die Störungsempfindlichkeit der Wildkatze kehrt sie an einen Ort, der einmal entdeckt worden ist und der einmal vom Mensch aufgesucht wurde normalerweise auch nicht wieder zurück. Das bedeutet, wenn die Jungen dann noch da sind, ja, es kommt wohl schon vor, dass die evakuiert werden, aber manchmal klappt es halt auch eben entsprechend nicht, und die Reproduktionsrate hat halt darunter eben bis 2000 stark zu leiden gehabt. Irgendwas ist heute besser, dazu komme ich dann im letzten Teil übrigens der ganzen Reihe, das ist wieder sowas. Ich muss das nicht dauernd sagen, oder? Ein paar Worte zur Jungtierentwicklung. Die sind mit etwa 8 bis 10 bis 12 Wochen so weit, dass sie dann auch entsprechend rumlaufen können und raus und draußen spielen und dem Elterntier auch entsprechend mal zur Beute folgen, beziehungsweise langsam beigebracht kriegen, wie man halt eben Mäuse fängt. Sie werden geführt. Was bis dahin ist, nicht so wichtig. Die machen halt irgendwann die Augen auf, werden als 135 Gramm, Minimum 80, Maximum 163 Gramm schwere Miniaturkätzchen geboren, sind in diesem Zustand schon äußerst niedlich. Insbesondere dann halt, wenn sie ein bisschen größer sind, sind sie noch viel niedlicher. Allerdings muss man an dieser Stelle vielleicht noch hinzufügen, Wildkatzen bleiben Wildkatzen. Wildkatzen sind ausgesprochen gar nicht domestizierbar. Selbst wenn man die eben im Gehege hält, das größte Maß an Gewöhnung an den Menschen, das man erreichen kann, ist, dass sie rauskommen, wenn man ihnen Futter hinhält, sich da bis auf 2-3 Meter nähern, dann kann man es ihnen zuwerfen, dann schnappen sie sich vielleicht auch und dann verschwinden sie zum Fressen aber wieder im Gebüsch. Man kann sie dulden teilweise, dass sie beobachtet werden, wenn sie irgendwo in ihrem Revier mal hocken, mal nicht in der Deckung, aber das war's. Mehr Duldung ist nicht vorhanden. Kleine Viecher kann man natürlich mit der Flasche aufziehen. Die können sich ja nicht wehren, dass man das eben entsprechend tut. Aber ausgewachsenere Katzen wollen nicht angefasst werden. Also streicheln, und wenn die noch so niedlich sind, ist nicht. Die verteidigen sich dann auch und reagieren im Regelfall, wenn man sie in die Enge getrieben hat und man möchte sie dann anfassen oder was, äußerst aggressiv. Also Wildkatze ist eine äußerst zutreffende Bezeichnung eben auch für das Verhalten der Tiere, wenn man halt der Meinung ist, oh, kuscheln, dann wird man in kleinen Scheiben geschnitten, wenn man das versucht.
die Ausbreitungstendenz der Jungtiere, wenn sie keine Jungtiere mehr sind und die sind mit 8 Monaten etwa ausgewachsen, mehr oder weniger, ist vergleichsweise eben deutlich geringer als bei anderen Karnivoren dieser Größe, nämlich so zwischen 5 und maximal 80 Kilometer vom Geburtsort bewegen die sich eben entsprechend weg. Das ist in keinster Weise mit Wölfen, die tausende Kilometer zurücklegen können, oder auch Luchsen, die das potenziell auch möglicherweise durchaus hinkriegen, aber 200-300 Kilometer sind für die jedenfalls auch keine Entfernung, im Maximum. Das sind immer ja nur so die einzelnen Individuen, die solche Strecken zurücklegen, so einzelne weit wandernde Tiere. Wird bei der Katze auch nicht anders sein, dass eben die 5 Kilometer der Regelfall sind, die 80 Kilometer seltene Ausnahmen. Aber wie gesagt, bei Wölfen, das können weit über 1000 Kilometer sein. Kommunikation weiß man auch noch nicht so furchtbar viel drüber. Es darf aber vermutet werden, dass anders als bei der Hauskatze, die mitunter ja sehr gesprächig ist, bei Wildkatzen kaum gemaut wird. Das können sie zwar, sie können auch ein katzenartiges Miau, die werden mit Sicherheit auch schnurren können. Das sollte aber wahrscheinlich irgendwelchen sehr intimen Familiensituationen vorbehalten bleiben, dass man das mal zu hören bekommt. Grundsätzlich leben sie auch einzelgängerisch, also genau wie der Luchs eigentlich quasi, treffen sich, soweit man weiß, eben nur zur Paarung, und die Kommunikation außerhalb der Paarungszeit erfolgt, wie beim Luchs, über olfaktorische Signale, also sprich irgendwelche Sekrete und Pinkeln und Kothaufen, die an der Grenze der Reviere halt eben entsprechend hinterlassen werden, um zu zeigen, hier wohne ich. Da kann sich eben auch die Zusammensetzung und der Geruch dieser Signale entsprechend ändern, insbesondere bei der Kätzin, womit sie dann signalisiert, hey Kater, kannst du mal vorbeikommen, ich wäre soweit, so nach dem Motto. Und was frisst jetzt so eine Wildkatze? Dafür haben wir relativ verlässliche Daten aus einer Kothaufenuntersuchung. Da wurden 372 Kothaufen in Frankreich untersucht, mehr oder weniger aus der gleichen Region, weshalb man da auch wieder so ein bisschen sagen muss, das hängt natürlich davon ab, wo man jetzt wohnt als Katze, was man dann halt eben entsprechend so frisst. Aber man hat in nahezu jedem Kothaufen, der untersucht wurde, auf jeden Fall nahezu immer 99,5% der Fälle kleine Nagetiere gefunden, also irgendwelche mausartigen und artverwandten Tiere. Was sich auch ein bisschen häufiger gefunden hat, sind Insektenfresser, gerade mal 0,3% der Kothäufen. Was interessant ist, dass es sich irgendwie, also zum Beispiel die Spitzmaus. Jeder denkt, Spitzmaus wäre eine Maus, ist aber keine Maus, ist ein Insektenfresser. Sieht aber genauso aus, für den nicht geschulten Betrachter, wie eine Maus. Hat die gleiche Größe, bewegt sich ähnlich, wäre also vom Ding her, von der Überlegung her, eigentlich auch ein geeignetes Beutetier für die Wildkatze. Die holt sich ja auch mal schon mal so eine Spitzmaus, aber erstaunlich selten. Warum das so ist? Keine Sau weiß es. In 1,6% der Kothaufen fanden sich Hasen und Kaninchen, das werden jeweils Jungtiere gewesen sein, aber muss man schon sagen, die werden offensichtlich sehr, sehr, sehr selten gerissen, weil 1,6% der Kothaufen war überhaupt irgendwas davon drin. Dann haben wir in 2,7% Häufchen Vögel, in 0,5% Häufchen Insekten und in weiteren 0,5% Häufchen auch mal ein paar Beutegreifer. Das wird dann wahrscheinlich so ein Mauswiesel zum Beispiel gewesen sein. Oder noch ein Hermelin, dass die sich an Baum- oder Steinmaler rantrauen, das wage ich schon wieder zu bezweifeln. Also die beiden Möglichkeiten gibt's. Das mit den Vögeln ist jetzt natürlich ein springender Punkt. Neben der Sache mit den Kaninchen und den Hasen, wo man ihr Wildkatze da böse, böse Dinge unterstellt hat, dass sie die in riesigen Mengen halt quasi dahin raffen würde, einer der Gründe, weshalb man damit argumentiert hat, dass man sie halt ausrotten müsste, ist Hauptpunkt quasi Vögel. Weil was sie sich an Vögeln holt, das sind diese sympathischen kleinen Vögel, so Sperlingsgröße.
grob. Also so Meisen, tatsächlich eben Sperlinge. Amseln ist schon fast zu groß, da hat man jetzt noch nichts gefunden, eben dass da mal sowas dabei gewesen wäre. Aber bevor ich jetzt auf alle möglichen Schlussfolgerungen eingehe, es gibt noch eine andere Untersuchung, wo man ein paar Losungshaufen untersucht hat, sowie Mageninhalte. Und da kommt man auf 86,4% Mäuseartige. 9,1% Hasen, das sind dann also doch mal nochmal deutlich mehr. Und jetzt auch 13,6% Spitzmäuse, also schon ein Wert, der mehr Sinn machen würde, einfach von der Verteilung her gefühlt. 5,3% Eidechsen gab es da wohl gerade jetzt viel. Und leider halt eben auch 13,6% Vögel. Also eine gewisse Rolle auf die Vogelpopulation spielt unsere Wildkatze dann halt eben doch. Allerdings sind das jetzt auch wieder etwas ältere Daten. Und da es jetzt erheblich weniger Vögel gibt, leider inzwischen, muss man das natürlich auch irgendwo in diese Datenlage mit einbeziehen und könnte schon davon ausgehen, dass sich dann wahrscheinlich schon das Beutespektrum mehr auf die leichter zu bekommenden, weil immer noch häufig vorhandenen Nagetiere und Insektenfresser fokussieren wird und weniger eben auf die Vögel, die jetzt so wenig geworden sind, dass sie halt immer schwieriger auch zu bekommen sind. Logischerweise dann natürlich. Also der Wildkatze zu unterstellen, dass sie viele Vögel fressen würde, das ist sicherlich schwierig. Also so ein Vogelmörder-Image. Also früher offensichtlich zu 13%, aber ob das jetzt noch ist, ist wirklich schwer zu bezweifeln. Und man hat ja auch am französischen Beispiel eben nur 2,6% Vögel entsprechend gefunden. Und das französische Beispiel ist das mit der erheblich besseren Datenlage. Also wahrscheinlich eher realistischer als das Ding, was ich hier zuletzt vorgelesen habe. Von Aas ernährt sie sich zum Teil wohl auch, insbesondere im Winter, auf ja, welcher Art und Weise auch immer verendetes Rot- und Rehwild. Da ist ja jede Menge Fleisch dran, da wird sie dann wahrscheinlich auch eben relativ große Mengen zu sich genommen haben. Wir hatten ja schon gesagt, im Winter hat sie Schwierigkeiten, an die ganzen Wühlmäuse unter der Schneedecke entsprechend ranzukommen. Und was man dann auf jeden Fall noch erwähnen sollte, bei den Untersuchungen der Mageninhaltsanalysen, die man gemacht hat, hat man auch festgestellt, dass insbesondere so eine feldlebende Nagetierart wie die Mollmaus, die auch massenmäßig durchaus eine relativ große Maus ist, wo sie dann mal ordentlich was zu fressen hat, wenn sie so eine erlegt hat, einen massenmäßig in den Magenuntersuchungen durchaus großen Anteil ausgemacht hat. Und da kann man jetzt auch wieder sehen, dass die Notwendigkeit von Feldstrukturen, wo die Mollmaus halt vorkommt, für die Wildkatze durchaus wichtig ist, um halt eben auf die entsprechenden Kalorienmengen quasi, Fleischmengen, beutetechnisch zu kommen. Also da scheint sie schon wirklich drauf angewiesen zu sein. Wir kommen zur Mortalität. Erstmal die natürlichen Ursachen bzw. die natürlichen Feinde, die die Wildkatze eben hat. Es sind drei an der Zahl, ich nenne sie nochmal. Es sind vor allen Dingen der Wolf, das haben wir ja schon gesagt, der Luchs, also die Katzen gegenseitig mögen sich auch nicht unbedingt, eben auch wegen der Nahrungskonkurrenz, weil der Luchs sich theoretisch auch mal eine Maus holt. Und dann wäre noch zu nennen, wahrscheinlich, da sind sich die Experten nicht ganz einig, der Uhu. Beim Uhu ist die Nahrungskonkurrenz deutlich ausgeprägt, weil der holt sich Mäuse nachts. Die Wildkatze holt sich Mäuse nachts. Also da muss man schon sagen, da ist eine gewisse Konkurrenz gegeben. Allerdings ist der Uhu wahrscheinlich nicht groß genug, um ausgewachsene Wildkatzen anzugreifen. Deswegen wird er sich wahrscheinlich auf die Jungtiere beschränkt haben. Könnte man ihm allerdings dann durchaus zutrauen, dass er da eine gewisse Erfolgsquote hat, sich da mal eins schnell wegzuschnappen, weil der Uhu schon ein sehr spezialisierter, sehr effizienter Jäger halt eben ist. Zudem mache ich auch nochmal irgendwann ein Video, selbstverständlich, bevor ihr fragt. Wolf und Luchs jagen nicht aktiv Wildkatze. Die schmeckt wohl nicht besonders gut. Kann man die Chinesen fragen, die mögen auch keine Katze, die soll so sauer schmecken. Und wenn sie sich begegnen und es ergibt sich gerade, dass sie dann halt eben an die Wildkatze rankommen, dann schnappen sie sich auch. Aber aktives Nachstellen halt dann eben auch nicht. Deshalb
der Anteil der natürlichen Todesursachen, also durch eben natürliche Feinde, ist verschwindend gering, was natürlich auch daran liegt, dass die natürlichen Feinde, insbesondere der Wolf, zum Zeitpunkt meiner Literatur, die ich hier eben verwende, so gut wie überhaupt gar keine Rolle gespielt haben in dem Verbreitungsgebiet der Wildkatze. Gab es keinen einzigen nachgewiesenen Wolf, der da sich rumgetrieben hat. Luchs mag vielleicht 2-3 Mal vorgekommen sein, mehr aber auch eben entsprechend nicht. Und damit sind wir bei den anderen Todesursachen. Und jetzt muss man sagen, Thema Bejagung. Die Wildkatze ist in Deutschland interessanterweise sogar schon durch die Nazis geschützt worden. Die steht nämlich seit 1934 im Reichsjagdgesetz, beziehungsweise im späteren Bundesjagdgesetz, als zwar jagdbares Wild, aber ganzjährig geschont drin. Also was das angeht, muss man da schon mal sagen, das war nicht ganz verkehrt. In den anderen Ländern, die es so ums herum gibt, sind die Situationen etwas unterschiedlich. Aber grob kann man sagen, in den letzten Jahrzehnten wird aufgrund der wahnsinnig geringen Menge an Wildkatzen, die es auch überhaupt nur gab, Jagd nur sehr, sehr, sehr wenig Einfluss auf die Population gehabt haben. Außerdem ist die ja so wahnsinnig scheu, dass sie saumäßig schwierig eben zu jagen sein dürfte. Allerdings spielt noch eine Rolle Katzen, Hauskatzen, die Wildern. Die dürfen, bis auf in Baden-Württemberg, ja immer noch unter gewissen Bedingungen, mindestens unter gewissen Bedingungen, wenn nicht sogar sowieso, geschossen werden, auch in Deutschland. Und da kommt es zu einem gewissen Anteil von Fehlabschüssen, wo man denkt, es wäre eine wildernde Hauskatze, darf man schießen. Es ist aber eine Wildkatze, darf man nicht schießen. Die Wildkatze darf sozusagen wildern. Und mit diesen Verwechslungen und den absichtlichen Abschüssen, weil der ein oder andere Jäger die Wildkatze nicht mag, das wird es auch auf jeden Fall immer gegeben haben, das gilt für jedes Tier, das wir hier besprechen, dass da immer eine gewisse Dunkelziffer illegaler Abschüsse dabei ist, kommen wir hier in einer ganz vorsichtigen Statistik, die nicht besonders valide ist, auf 36%. Also Tötung durch Mensch, durch Schuss. Ob es jetzt nun verwechselt ist oder Absicht, sei mal dahingestellt. Fallenfang spielt eine wesentliche Rolle, weil die Wildkatze gerne nach eben entsprechenden Höhlen und Dingen zum Reinkriechen sucht. Und wenn sie dann ein Ding zum Reinkriechen findet, und das ist leider eine Falle, dann kriecht sie auch da rein und wird dann davon auch erschlagen. Da muss man jetzt sagen, das ist natürlich nicht mehr besonders aktuell. Hier stehen jetzt noch 19%. Fallenjagd ist sehr stark am Abnehmen, wird in Deutschland sehr stark geregelt und da gibt es nur wenig Leute, die da noch Fallenjagd betreiben, was ich persönlich ganz, ganz, ganz hervorragend finde. Sollte man meiner Meinung nach vollständig abschaffen, außer vielleicht dann in so krassen Notsituationen, wo unbedingt die Wilddichte einer bestimmten Art dringend reduziert werden müsste, wie beispielsweise beim Wildschwein. Da ist man am Überlegen, inwiefern man da einen Saufang eventuell sinnbringend einsetzen könnte. Aber das ist ein ganz anderes Thema und gehört jetzt nicht hierher. Also 19% Fallenfang in dieser alten Statistik eben. Straßenverkehr 25%, muss man fast schon sagen, nur. Bei einem Luchs oder einem Wolf macht das mindestens die Hälfte aus, mindestens, wenn nicht sogar noch mehr, weil man halt nicht genau weiß, wie viel der illegale Abschuss eigentlich ausmacht. Vom Hund getötet 5%, erschlagen immer noch 2%, verhungert weitere 2%, das wäre jetzt wieder eine natürliche Todesursache. Krankheiten 5%, damit sind wir auf insgesamt 7%. Natürliche Todesursachen in dieser Statistik. Und dann haben wir noch 6% Sonstiges. Was Sonstiges noch sein soll, ich weiß es nicht. Das steht hier leider nirgends. So, dann muss man noch 2 Sachen zu dieser Statistik ergänzen. Erstens, der Anteil der anthropogenen Todesursachen, also in irgendeiner Form durch Mensch herbeigeführt, könnte überrepräsentiert sein, weil man die natürlichen Toten gestorbenen Tiere oft einfach nicht findet und dann deshalb nicht weiß, wie viele das jetzt eigentlich sind in der Statistik. Und zweiter Hinweis, Jungtiere haben nun mal auch von natürlichen Faktoren her eine hohe Sterblichkeitsrate, insbesondere wenn es sich dann um ein nasskaltes Wetter handelt, wenn sie geboren werden. Da sind sie schon ziemlich empfindlich und da kann das dann relativ schnell eben
sein, dass sie dann dadurch leider etwas unschön zugrunde gehen. Und jetzt habe ich noch völlig vergessen, eigentlich zu erwähnen, welches natürliche Verbreitungsgebiet die Wildkatze eigentlich hat. Das möchte ich jetzt natürlich noch schnell nachholen, bevor wir hier fertig sind. Dann war es das aber auch im Wesentlichen. Und zwar kommt die quasi ähnlich weit nach Asien vor wie der Luchs, aber nicht so weit nach Norden, sondern eher südlich. Also sprich, nimmt Indien mit. Der Luchs ist so nördlich vom Himalaya zu finden, die Wildkatze eher mehr so in Indien. Wobei sie da schon auch mal deutlich anders aussieht als unsere Wildkatze, aber genetisch gesehen ist es die gleiche Art. Und das ganz am Anfang angesprochene Exemplar, die Falbkatze, die kommt ja quasi in Nordafrika vor, gehört aber rein genetisch, also auch zur Wildkatze, weil fruchtbar, kreuzbar. Und damit haben wir also quasi das weltweite Areal der Wildkatze, das Mitteleuropa, Großbritannien, Schottland auch noch, Frankreich, so noch ein Stückchen weit nach Spanien auf jeden Fall rein, Südeuropa, Nordafrika und dann in so einem breiten Gürtel mehr oder weniger nach Indien eben umfasst. Es ist also schon ein sehr großes Areal für eine Katzenartige und ich glaube, nach dem Areal des Luchses ist es auch das größte bei den Katzenartigen. Allerdings nagelt mich auf dieser Aussage nicht fest, es ist ein definitiv relativ großes. Das sollte man jetzt noch angesprochen haben. So, und was man jetzt auch noch angesprochen haben sollte, wäre die Verbreitung in Deutschland. Nach meiner Literaturlage, das habe ich jetzt mehrfach gesagt, die ist nicht so sonderlich aktuell, haben wir in Deutschland zwei größere, stabilere Vorkommen von Wildkatze. Und zwar einmal Großraum Südwestdeutschland außer Baden-Württemberg, also sprich Pfalz-Saarland, südlicheres Nordrhein-Westfalen, so die Ecke, Pfälzerwald und alle angrenzenden Gebiete. Da auf jeden Fall ist so der eine Wildkatzen-Hotspot. Das ist heute auch noch so. Also so viel kann ich spoilern. Und der zweite Wildkatzen-Hotspot in Deutschland, wobei da jetzt noch einige kleinere Dinger dazugekommen sind. Dazu kommen wir dann eben im nächsten Teil der ganzen Reihe, wenn wir uns nämlich in der genauen Zukunft der jeweiligen Arten eben beschäftigen. Der zweite Hotspot ist eben, das habe ich auch schon gesagt, der Harz und angrenzende Gebiete. Also Mitteldeutschland, Mitteldeutschland, so mitten rein. Und zu diesem Thema kann man jetzt vielleicht mal noch ein paar Ausschlusskriterien nennen, unter denen eine Wildkatze auf keinen Fall vorkommt. Und dann könnt ihr euch vielleicht für eure Region, wo ihr lebt, überlegen, inwiefern denn bei euch dann potenziell ein Wildkatzenvorkommen zumindest von den grundsätzlichen Gegebenheiten her möglich wäre. Vorausgesetzt, es gibt einen groß genug zusammenhängenden Wald mit eben entsprechend genug Totholz, genug Versteckmöglichkeiten und nicht ewig vielen Leuten, die da drin rumrennen. Das sind nämlich Faktoren, die hier jetzt nicht unbedingt genannt sind. Aber was es dann noch braucht an natürlichen Faktoren quasi, wären eine mittlere Niederschlagssumme, also Jahresniederschlagssumme von unter 1800 Millimetern. Das ist jetzt noch relativ einfach. 1800 Milliliter habt ihr dann, wenn ihr auf dem Brocken zum Beispiel wohnt. Oder auf der Zugspitze. Da habt ihr noch viel mehr. Oder auf dem Feldberg. Ne? Also sowas. Das ist eher unwahrscheinlich. Aber solche Ecken jedenfalls mag die Wildkatze definitiv nicht. Dann solltet ihr nicht haben eine geschlossene Schneedecke von mindestens 10 cm an mehr als 100 Tagen im Jahr. Das ist schon schwieriger, das trifft auf fast den gesamten Schwarzwald, zumindest Hochschwarzwald beispielsweise zu und auch die höheren Regionen im Harz. Und wir haben ja schon gesagt, das Vorkommen im Harz beschränkt sich auf die unteren Hangregionen. Da gibt es aber dann durchaus eben entsprechend ganz gute Regionen für die Wildkatze. Für eine Wildkatzenpopulation, wir wollen ja nicht nur eine Katze, sondern ein paar, damit die sich eben auch reproduzieren können, braucht man 150 Quadratkilometer zusammenhängende, mehr oder weniger geschlossene Waldfläche. Mehr oder weniger geschlossen deswegen, weil ja auch noch Freiflächen zum Mäusefangen möglichst da sein sollten. Und die nach Möglichkeit zerschneidungsfrei, beziehungsweise wenn es sich um zerschnittene Waldflächen handelt, was auch möglich ist, und dazu kommen wir dann auch in den nächsten Teilen nochmal ganz ausführlich, dann müssen diese einzelnen Teilbereiche dieser 150 Quadratkilometer Waldfläche mit grünen Korridoren quasi miteinander verbunden sein. Also irgendwelche Hecken oder tatsächlich
Buschstreifen, die über den Acker gehen und so weiter und so fort, so dass die Wildkatze zwischen den einzelnen Waldbereichen nicht mehr als 100 Meter auf das freie Feld quasi zurücklegen muss. Außerdem muss man natürlich gucken, dass unüberwindbare Straßenhindernisse wie Autobahnen oder halt eben sehr stark befahrene Bundesstraßen, wobei man sagen kann, nachts kommen sie da noch einigermaßen drüber, also jedenfalls mindestens Autobahnen sind quasi ein unüberwindbares Hindernis für die Wildkatze. Der Wolf kommt da noch vergleichsweise gut drüber, beziehungsweise gut unten drunter durch oder mal über eine Autobahnbrücke und so weiter und so fort. Darauf kommen wir auch eben noch in den nächsten Teilen zu sprechen. Jetzt sage ich jetzt noch 30 Mal und dann haben es alle begriffen. Und Autobahnen sind ein großes Problem eben für die Wildkatze. Das heißt, wenn eine Autobahn durch diesen Wildkatzenbereich, diese 150 Quadratkilometer geht, dann muss man halt eben die entsprechend halbieren und dann reicht es halt wieder nicht. Also es müssen 150 zerschneidungsfreie Quadratkilometer sein. Und das sind aber auch im Wesentlichen die Faktoren, die eine Rolle spielen. Und selbstverständlich, das muss ich jetzt gar nicht mehr dazu sagen, irgendwelche Ballungsgebiete und sehr, 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 sehr durchbesiedelte Gebiete, wie halt eben der Ruhrpott, kannst du vergessen. Und es wird auch kein Wildkatzenvorkommen mitten in Berlin oder irgendwie sowas geben. Für den Fuchs ist das kein Problem. Das Wildschwein fühlt sich da auch ganz wohl. Eine Wildkatze nicht. Also das kann man vergessen. Eine Wildkatze im urbanen Lebensraum ist wirklich nicht vorstellbar nach aktuellem Kenntnisstand. So, und ich denke, das reicht dann auch an dieser Stelle und damit sind wir mit der Wildkatze durch. Und ich sage jetzt nicht, wie es weitergeht, weil das habe ich schon 27 Mal gemacht. Macht's gut und bis zum nächsten Video, insbesondere wenn es sich dann um eins dieser Reihe handelt.